So, heute extra die schickste Hose angezogen, denn wir feiern heute das Finale. Das Finale von Countdown Jungpflanzenverkauf. Folge Nummer 5. Viel Spaß damit. Ja, und wie man sehen kann, meine Haare, die sind auch schon fertig. Ich war gerade beim Friseur. Ich bin echt mittlerweile richtig, richtig nervös, muss ich sagen. Wir haben Dienstag. Samstag ist die Botanika und Sonntag der Jungpflanzenverkauf. Also von Dienstag bis Samstag ist schon gar nicht mehr so lange. Und letztendlich, ich habe Freitag Urlaub. Freitagabend wird die finale Folge hier online kommen. Also das, was ihr gerade seht, wir haben wahrscheinlich gerade Freitagabend oder ihr schaut Samstagmorgen und ich bin schon auf dem Weg zur Botanika. Ja, es ist echt aufregend. 5 Folgen, ihr habt es hoffentlich alle mitverfolgt. Die 5 Folgen von Countdown Jungpflanzenverkauf. Ansonsten mal hier oben jetzt aufs i klicken, da findet ihr nochmal alle Folgen. Es ist wirklich ein wahnsinniger Countdown gewesen. Wir sind angefangen recht harmlos und jetzt wird es dann auf den letzten Moment doch noch stressig und darum geht es heute in dieser Folge. Ich muss noch alle Pflanzen auszeichnen, das heißt bei uns mit Eisstielen beschriften. Wir schreiben die Sortennummer da drauf und stecken das an jede einzelne Pflanze und ja. Bei den ganzen Pflanzen hier dauert das echt eine Weile. Tomaten und Paprika und Chilis, die habe ich immer schon bei der Aussaat im Haus mit beschriftet, weil ich da nicht mit Kisten arbeite. Da stehen die einfach auf dem großen Tisch. Aber jetzt habe ich kistenweise Zucchini und so und ich muss noch, ja, in jedem, da sind 24 Töpfe drin, muss ich noch 23 Mal die Nummer schreiben und reinstecken. Ich glaube, das ist jetzt nicht so spannend, aber ich nehme euch trotzdem mal ein bisschen mit und die nächsten Tage werden hier noch Rasen mähen. Wir werden aufbauen für den Jungpflanzenverkauf. Bis Freitagabend werde ich alles filmen, dann setze ich mich schnell am PC und das seht ihr dann hier in diesem Video jetzt. Also, viel Spaß dabei. Ja, und heute Morgen, da streiken irgendwie die Einlegegurken. Also ihr seht hier dieses Keimblatt. Das ist wie Gummi. Ich weiß nicht, was es hat. Wahnsinn. Macht nicht schlapp, meine Lieben. Hier einige, die halten das ganz gut aus. Die stehen recht stabil, aber dann schaut euch mal das an. Ziemlich schwabbelig hier hinten. Vor allem das hier. Komisch. Der Rest sieht, wie zu erwarten, relativ gut aus. Auch die Erdnüsse. So langsam müssen die Sachen nur einfach raus aus den Töpfen. Deswegen, die sind viel zu weit. Letztes Jahr hatten wir unseren Jungpflanzenverkauf hier am 2. Mai. Das war nochmal eine Woche früher fast. Und hier bei den Melonen übrigens das gleiche Problem da hinten. Die hängen wie Gummi. Ich weiß nicht, ob die den Reiz gestern nicht ausgestanden haben, den wir in der letzten Folge gegeben haben. Ich weiß, ihr habt es gesehen, die waren schon fast vertrocknet. Dann haben wir erst gegossen. Vielleicht stehen die jetzt einfach zu nass oder es ist zu warm geworden. Ich weiß es nicht. Wir werden mal schauen. Hier haben wir uns jetzt übrigens entschieden, mit auf die Sortenliste zu schreiben. Den verkaufen wir nämlich auch, die Hirse. Hier vorne die mexikanischen Minigurken. Die werden wir vielleicht sogar noch vereinzeln, dass wir da mehr von haben. Hier die Gemüsezwiebeln werden wir dazugeben. Und auch gesagt, kommen auf jeden Fall dazu. Zuckererbsen, die kommen noch rüber auf diese Seite, denn das wird alles noch mitverkauft beim Jungpflanzenverkauf oder auch auf der Botanika. Ich weiß ehrlich gesagt nämlich noch gar nicht, was ich mitnehme zu der Botanika. Ich werde sicherlich eine Kiste machen mit Paprika, meine eigene Paprika, die Paprika Kira. Dann werde ich vielleicht, ja, es ist so schwer, Leute. Schreibt es mal in die Folge hier jetzt schnell in die Kommentare, dann morgen früh werde ich schon losfahren zu Botanika. Also letzte Chance noch, einen Senf dazu zu geben. Ich denke mal, vielleicht eine Kiste Wassermelone, eine Kiste Gurke, eine Kiste Kürbis. Ich wollte auf jeden Fall ein breites Sortiment mitbringen. Und ja, wo packen wir das Ganze rein? Wir haben noch vom letzten Jahr von Floragard diese Pappkartons. Da werden wir diese Teile reinpacken. Besonders die Teile, die zum Beispiel wie der Mais hier einfach noch in so einer Platte drin stehen. Da werden wir den ganzen Ballen hier quasi rausdrücken und den Leuten so mitgeben. Müssen die dann halt zu Hause direkt einpflanzen. Aber so haben wir auch noch ein paar Platten über und können auch ein paar Sachen mitgeben. Unsere Wassermelone hinten sehe ich gerade. Die sehen übrigens sehr, sehr gut aus. Soja, 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 Soja. Ich glaube, ich weiß, wovon ich heute Abend träume. So, des Weiteren habe ich jetzt beschriftet 115 die Zucchini Cocozelle, 108 und 109 die gelben langen Zucchini und die gelben runden Zucchini, da hinten Riesenkürbis, Mangold, mit der Hälfte bin ich angefangen.
Aber die Tage bin ich noch mit meiner Freundin und Niklas hier im Garten und da werden wir das alles fertig machen. Ansonsten hält die Beschriftung jetzt übrigens ganz gut. Die war ja mal am Anfang so ein bisschen ausgeblichen, aber jetzt passt das Ganze und so viel müssen wir gar nicht mehr beschriften. Was mir aufgefallen ist, hier bei den lila Luzis, da kommen sogar schon die ersten, ja, Früchte dran. Seht ihr das hier unten zum Beispiel? Oder da vorne? Ja, die ersten Früchte sogar schon an der lila Luzi. Ja, Leute, 3 Tage und 4 Stunden, dann ist Sonntag und dann ist Jungpflanzenverkauf. Im Garten, da ist echt einiges los und das zeige ich euch mal. Wir haben heute so viel geschafft. Wir haben bereits ein bisschen aufgebaut. Rasen ist gemäht, Rasen haben wir nochmal gedüngt. Alles ist passiert heute und ich habe leider die Kamera nicht mitgenommen. Jetzt bin ich aber nochmal hier im Garten, um das Ganze für euch zu filmen. Wir haben mittlerweile 19.16 Uhr an einem stinknormalen Mittwoch und ich zeige euch mal, wie das jetzt hier aussieht. Ja, und das ist doch schon was anderes, ne? Sonst ist das hier eine stinknormale Wiese und jetzt haben wir 23 oder 24 Paletten drauf. So echt wohl ordentlich. Und da werden wir die ganzen Pflanzen drauf aufbauen. Ich gehe mal ein bisschen durch. Hier haben wir heute übrigens gemäht bis da vorne. Also die Wiese ist auch schon fertig. Wir werfen mal einen Blick in die Streuobstwiese. Ja, hier könnt ihr parken. Dann geht es hier rechts rüber über die Streuobstwiese zum Eingang. Dort könnt ihr euch auch Kartons mitnehmen. Und dann geht es hier einmal rund an den ganzen Jungpflanzen vorbei. Hinten beim Folientunnel und Gewächshaus ist dann Schluss. Hier rechts kann man sich auch noch ganz schön auf der Wiese aufhalten. Und allgemein haben wir das sehr groß aufgebaut mit viel Abstand, um trotzdem ein bisschen Corona-konform zu sein. Ist sowieso eine Veranstaltung im Freien und deshalb haben wir auch keine Regeln, aber trotzdem sollten wir ein bisschen aufeinander achten. Und deswegen haben wir das hier mit genügend Abstand aufgebaut. Hier werden dann zum Beispiel die Wassermelonen sein, dann da die Kürbisse, da die Zuckinis, dann da hinten 3 Paletten Tomaten und so weiter. Also das ist jetzt so unser Aufbau. Und das Wetter, das enttäuscht uns auf jeden Fall nicht. Ja, und wir werfen mal einen Blick darauf. Jungpflanzenverkauf 6 bis 13 Grad, volle Sonne. Die Tage hier vor jetzt auch alle schön warm, nur Sonnenschein. Und wenn wir hier runter scrollen, kein einziger Regenschauer. In den ersten 2 Wochen. Und wir haben es hier schon sehr, sehr trocken. Also, wie lange die Pflanzen in diesem Jahr dann halten, sei mal dahingestellt. Wir haben bestimmt jetzt wieder optimales Wetter und im Sommer Regen. Ja, und beschriftet, das haben wir ja schon so ein bisschen. Wir haben jetzt ein bisschen aufgebaut. Und wie es weitergeht, das sehen wir morgen. Ich würde sagen, morgen werden wir ein bisschen sortieren. Wir haben Pflanzen für uns schon zur Seite gestellt. Die zeige ich euch nochmal eben. Hier im Gewächshaus. Ganz unprofessionell geschützt vor den Kaninchen. Und dann stehen hier all unsere Pflanzen drin. Tomaten, dahin sind Wassermelonen, Erdbeeren, Chilis, Erdnüsse, Gemüse, Zwiebeln, Zucchinis noch mehr, Hirse, Mais, Erbsen, Paprikas, Physalis, Kürbisse, Wassermelonen. Hier vorne nochmal ein paar Profi-Pflanzen. Also auch unsere Gewächshäuser werden dieses Jahr ordentlich gefüllt. 17:20 Uhr am 5. Mai 2022. 2 Tage bis zum Botaniker und 3 Tage bis zum Jungpflanzenverkauf. Hier ist der Eingang und ich habe euch ja gestern gezeigt, wie wir das aufgebaut hatten. Jetzt haben wir uns aber für ein neues System entschieden. Hier rechts eine lange Reihe, links eine lange Reihe. So ist das Ganze ein bisschen gebündelter und sieht auch ein bisschen, ja, cooler aus, wenn die Pflanzen so weit auseinander stehen und man sich alles zusammensuchen muss. Ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Das haben wir jetzt nochmal umgeändert. Wenn wir mal nach oben schauen. Ja, das Wetter heute. Naja, heute Morgen war es sehr, sehr schön. Also die Sonne war lange draußen und jetzt ist es super bewölkt. Ist auch ein bisschen windig geworden, deswegen heute nicht ganz so cool. Samstag soll es jetzt auch ein bisschen regnen, aber für Sonntag, das Wetter bleibt sehr gut und das wollen wir natürlich auch hoffen. Finale, es ist wieder bestes Wetter und heute ist genau ein Tag vor der Botanica. Heute Abend beginnt schon der Film für die Botanica. Denn da werden wir schon die Sachen zusammensuchen, die wir mitnehmen und dann geht es auch morgen früh quasi schon los. Ja,
bin jetzt mega gespannt, weil ich filme jetzt nochmal eine Szene hier durch den Folientunnel. Wir haben gestern noch mega viel geschafft und zeige euch nochmal alles hier. Und ich bin so aufgeregt. Heute Abend werde ich noch tätowiert, dann hole ich ein paar Pflanzen hier aus dem Garten, die dann morgen mit zu Botanica kommen. Und es ist einfach so spannend, Leute. Ich war noch nie so nervös von einem Jungpflanzenverkauf. Bin ich ehrlich, aber ich glaube, das wird richtig gut. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was wir hier gestern noch gemacht haben. Wir haben uns hier vorne die Platten hingestellt. Gemüsezwiebeln, Romanasalat, Erbsen, Kopfsalat und Hirse. Das wird es auch zusätzlich noch beim Jungpflanzenverkauf geben. Eigentlich hatte ich gedacht, die Gemüsezwiebeln war die für mich. Aber davon haben wir zwei Platten. Hier dann die Auberginen, Tomatillo und ganz, ganz viel Tabak haben wir noch pikiert. Die sind zwar noch relativ klein, aber schon Wahnsinn. Da vorne die Kiste mit Soja. Dann hier die ganzen Dinger mussten wir nochmal neu beschriften. Alle Schalen wirklich, weil das wieder ausgeblichen war. Mangold haben wir hier zum Beispiel, Blumenkohl, Kohlrabi, lila Kohlrabi. Da hinten steht Pak Choi. Da vorne sind noch Lauchzwiebeln, Blumenkohl, weiß ich gar nicht, ob ich es gesagt habe, und Romanasalat. Also wir haben echt viele Schalen dabei, falls man mal nicht nur eine Pflanze haben will. Dann haben wir die Zucchini, Kürbisse, da hinten stehen die mexikanischen Mini-Gurken und die Luffa-Gurken. Dann haben wir hier Mangold, die Erdbeeren, dahinter nochmal Zucchinis. Dann kommen hier Erdnüsse und Einlegegurken. Das sind Zitronengurken. Hier kommen die Sonnenblumen rechtzeitig. Auch hier gehen gerade Kapuzinerkresse auf. Hier nochmal gelbe Zucchinis. Also es läuft. Dann hier 48 Wassermelonen, alle top. Da hinten Artischocken und die ganz normalen Zwiebeln, die wir hier haben. Ja, und hierbei waren wir jetzt noch nicht wieder, da müssen wir noch beschriften. Aber das werden wir alles heute Abend noch machen. Nach meinem Tattoo-Termin, ich werde um 18:30 tätowiert, bin ich um 19 Uhr hier im Garten und werde den Rest noch beschriften. Oder vielleicht mache ich es auch gleich, wenn es noch passt, dann werde ich das jetzt noch gleich machen, weil ich habe echt wirklich Lust, was zu schaffen. Also es hat jetzt auch bestimmt 3-4 Wochen nicht mehr geregnet und es ist so trocken, dass wir jetzt mal den Rasensprenger auch laufen haben in unserer Streuobstwiese. Weil so langsam fängt der Rasen nämlich auch an zu verbrennen. Wisst ihr, ob man das sieht hier jetzt nicht so gut. Aber der Rasen, der wird auch einfach nicht wachsen. Und der Dünger hat sich wahrscheinlich noch nicht mal richtig aufgelöst, den wir vor gut einem Monat ausgebracht haben, weil es einfach nicht regnet. Ja, jetzt werden noch die Kartoffeln nachgehäufelt, denn man sieht, die kommen relativ seitlich am Damm raus. Und deswegen, ja, ziehen wir das Ganze noch mal ein bisschen über die Kartoffeln, um den Damm dann letztendlich richtig zu haben. So, gerade werden auch noch die Beete hübsch gemacht. Da vorne habe ich schon mit dem Dreizack durchgepflügt. Hier geht es jetzt auch noch mal mit dem Fünfzack durch, damit das alles auch ordentlich aussieht fürs Wochenende. So, und die Beete sind fertig, Kartoffeln angehäuft. Dann haben wir diese Ecke mit den Hochbeeten schon mal fertig, denn die habe ich eben auch gegossen und fertig gemacht. Und schaut euch an dieser Stelle nochmal den Knoblauch an. Den habe ich jetzt ja ein bisschen selten gegossen, aber der sieht doch schon mal gut aus, oder? So, ich zeige euch zum Schluss jetzt nochmal den Gesamtüberblick, wähle ich unser Sortiment vor der Botanica und vor dem Jungpflanzenverkauf. Ja, und dann war es das auch schon mit dieser Staffel Countdown. Ich hoffe, die 5 Folgen haben euch gefallen. In der Playlist könnt ihr auch alles immer mal wieder nachschauen. 2 Staffeln Countdown gab es schon, Countdown Umbautag und Countdown Jungpflanzenverkauf. Aber zum Schluss, da möchte ich euch jetzt noch einmal das komplette Sortiment zeigen. Und ja, mir kommen fast die Tränen, es war eine wunderschöne Staffel, eine wunderschöne Vorfreude-Serie auf die Jungpflanzenverkäufe. Ich hoffe, euch hat es mindestens genauso gut gefallen und ja, jetzt zum Schluss schauen wir uns nochmal das gesamte Sortiment an. Für unseren eigenen Garten haben wir uns sehr viel zur Seite gestellt. Das ist wirklich sehr grob, weil wir jetzt auch noch nicht einschätzen können, wie viel Platz wir wirklich haben. Wir haben 3 Gewächshäuser, ein Riesenbeet, viele Hochbeete. Wir haben uns großzügig Pflanzen für uns übergelassen. Da ist jetzt alles aufgebaut, da wird der Jungpflanzenverkauf stattfinden. Ihr könnt von da hinten vom Eingang bis zum Folientunnel laufen und dann
könnte hier auch mal einen Blick in den Folientunnel werfen. Und hier steht das Gesamtsortiment. Super viele Gurken, dann super viele Kürbisse und Zucchinis. Weiter geht's mit den Chilis, Hokkaido-Kürbis, den Paprikas. Dann gehen wir raus ins nächste Gewächshaus und sehen hier Kräuter und 341 Tomaten. Hier rechts geht's weiter mit Kohl, Mais, Salaten, Melonen, Spaghetti-Kürbis, Artischocken, Gemüsezwiebeln, Speisezwiebeln, Sonnenblumen, Kapuzinerkresse, Zitronengurken, Einlegegurken, Erdnüsse, Erdbeeren, Mangold, mexikanische Minigurken, Luffergurken, gelbe und grüne, runde und lange Zucchinis, Soja, viele verschiedene Kohlarten, Zwiebelarten, Salate, Tabak, Artischocken, Tomatillo, Tabak, Auberginen, Erbsen, Hirse und Gemüsezwiebeln. Das ist das gesamte Sortiment für unseren Jungpflanzenverkauf. Ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt mir auch nach dieser Folge treu. Abonniert mich gerne hier kostenlos und hier, da könnt ihr euch jetzt nochmal die ganze Staffel angucken. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Kommt zu unseren Jungpflanzenverkäufen morgen in Hamm oder übermorgen bei uns im Garten. Könnt euch den Garten anschauen und diese ganzen schönen Pflanzen für den guten Zweck mitnehmen. Ich danke euch für diese Staffel. Bis demnächst und ciao.